So Leute, ich werde verdammt, verdammt oft gefragt, Blacky, was ist dein Lieblingsspiel? Dann sage ich Magic. Und dann kommen Leute, ja, außer Magic. Und dann kann ich antworten, ich hole ein Punishment. So, wenn ich das T-Shirt gerne trage und es länger anhaben wollte, aufgrund des Greenscreens, der jetzt eingeblendet ist, ist es leider nicht möglich, ich habe es getestet. Das ist ein Nachteil vom Greenscreen. Grüne Klamotten. Ihr seid auf meinem Channel, um euch anzugucken, warum für mich persönlich Human Punishment eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Und die Begründung dafür ist ziemlich einfach. Ich mag Social Deduction Games. Ich finde es großartig, wenn man so ein bisschen so die Leute reintricken kann. So, ja, nee, ich bin in deinem Team, egal in welchem Team du bist. Ich liebe das, ich finde das toll. Dieses Spiel hat das nochmal auf ein ganz neues Niveau für mich gehoben. Als ich das vor Ewigkeiten bei mir im Store mal gesehen hatte und dachte ich mir so, was ist das denn? Der Name, das Artwork ist cool, aber hey. Und dann haben wir eine Runde gespielt mit 6 Leuten, glaube ich, oder 7 Leute und danach haben wir 7 Stück verkauft, inklusive an mich. Denn dieses Spiel überzeugt unglaublich, gerade wenn man damit spielt. Ich habe dieses Spiel für die Jungs einmal auf der Gamescom mitgehabt, wo ich unglaublich viele Runden gespielt habe und wirklich viel, viel Leute erreicht habe. Wo ich aber leider keine Exemplare dabei hatte zum Verkaufen. Das fand ich ein bisschen schade. Das war dann anders auf der Spielemesse in Essen letztes Jahr. Dieses Jahr ist sie leider ausgefallen. Und auch dort habe ich unglaublich viele Spiele gehabt und ich hatte so viel Spaß immer noch an diesem Spiel, an jedem einzelnen dieser Spiele. Und ich habe mittlerweile echt verdammt viele Spiele damit durch. Das ist die Standardverpackung der Box. Social Deduction, ja, man sieht, die ist auch schon etwas abgegriffen. Ich besitze von diesem Spiel 3 Versionen. Einmal die Standardversion, davon habe ich 2. Einmal als Reiseversion, die ein bisschen abgespeckter ist. Einmal Hilly-Version, die einfach die Standardversion ist. Und ich habe eine Blackbox. Gott, ist die dunkel! Oh mein Gott, die kriege ich gar nicht richtig in die Kamera rein. Eine Blackbox, die einfach erstmal nur eine dunkle Farbe hat. So sollte ich sie halten. Eine dunkle Farbe hat, die habe ich dann mit der ersten Erweiterung schon ausgestattet. Also mit dem Project Hellgate. Ich wurde ganz oft gefragt, Blacky, was ist denn der Unterschied zwischen der normalen Box und dieser schwarzen Box? Und ich sag euch das hier. Einfach nur diese Karten, die das Spiel etwas übersichtlicher machen, weil sie größer sind. Die Karten haben alle Standard-Sized Cards. Also Magic-Kartengröße. Und auch diese Karten hier sind in diesem Set mit inbehalten, aber eben nur in kleiner Form. Und die schwarze Box gibt ihr euch die in große Form. Das hilft ungemein. Das hilft echt, echt ungemein. Aber wenn ich jetzt schon anfange, Sachen zu erklären, fange ich doch direkt mal an zu erklären, was ist Human Punishment? Ich habe euch erklärt, Social Deduction Games. Social Deduction Games sind halt Games, wo man versucht, andere Leute, die nicht im eigenen Team sind, aus dem Spiel zu entfernen, ohne dass man weiß, wer in seinem Team ist. Um es einfach zu halten, das sind die Standardgesinnungen, die Human Punishment hat. Wir haben einmal die Menschen, die gewinnen, wenn alle Maschinen und alle Gesetzlosen das Spiel verlassen haben. Wir haben die Maschinen, die eben gewinnen, sobald alle Menschen das Spiel verlassen haben. Die interessieren sich nicht so für die Gesetzlosen. Und wir haben die Gesetzlosen, die gewinnen nur, wenn nur noch Gesetzlose da sind. Und zwar nur noch einer. Gesetzlose haben also die interessanteste Rolle, weil sie spielen erst gegen die Maschinen, dann gegen die Menschen und dann gegen sich selber. Dazu kommen weitere sogenannte Gesinnungen mit den Legionen bzw. eben den Gefallenen. Das sind Special Cards und Special Gesinnungen, die über bestimmte Charaktere bzw. später auch andere Karten in das Spiel eingebunden werden. In meiner Reiseversion zum Beispiel habe ich alle Karten, die nicht Mensch, Maschine oder gesetzlos sind, einfach rausgekickt und habe gesagt, nein, die nehme ich nicht mit. Aber in den anderen Versionen sind die immer noch drin. Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, ey, Blacky, aber warum ist das Spiel so gut? Das ist doch im Endeffekt nur ein aufgebauschtes Social Deduction Game. Wo ich sage, ja, aber. Denn Human Punishment hat das alles. Human Punishment hat Charaktere mit bestimmten Gesinnungen und Effekten, je nachdem, was für Karten das sind, sind die Effekte richtig gut oder richtig schlecht. Human Punishment hat
unglaublich interessante Artworks. Ihr seht hier auch die ganze Zeit, das ist der Grund, warum ich den Greenscreen benutze. Diese Artworks sind einfach unglaublich großartig und sie haben ein Spielprinzip, das unglaublich, unglaublich toll ist. Denn wir haben nicht nur diese Charaktere, die ja sagen, hey, wir sind jetzt eine Gesinnung, zum Beispiel Maschine. Denn neben unserer Charakterkarte, unserer ID, liegen sogenannte Gesinnungen. Diese Gesinnungen sind nochmal zusätzliche Glühbirnen. Auch hier, wenn ihr mal reinschaut. Wow, diese Liebe, die in diesem Spiel drin ist, ist großartig. Die Jungs haben so viel Herzblut in dieses Spiel reingesetzt. Wow, ich bin davon immer noch begeistert, auch wenn man jetzt zum Beispiel die Human-Karte anschaut mit dem Baum drin. Wahnsinnig cool. Und diese Gesinnungen beeinflussen den Charakter. Das bedeutet, wenn ich eine Maschine bin und habe trotzdem als Gesinnung zwei Menschenkarten links und rechts daneben liegen, habe ich zweimal Mensch und einmal Maschine. Damit bin ich ein Mensch, auch wenn meine ID sagt, ich bin eine Maschine. Das klingt im ersten Moment total verwirrend, macht aber Sinn, gerade im Laufe des Spiels. Denn Hume Punishment hat nämlich eine ganz, ganz große Auswahl an sogenannten Programmkarten. Ich halte mal eine in die Kamera. Ich weiß nicht, wie gut man die lesen kann. Man sollte sie gut lesen können. Und zwar nach diesem Zug hat man einen weiteren Zug. Von diesen Programmkarten hat man im Durchschnitt zwei noch dabei, die man spielen kann. Man kann sich zum Beispiel mit dieser Programmkarte eins für den Zug gönnen. Wenn dann aber jemand am Tisch sagt, Return, wird das zuletzt gespielte Programm unwirksam, wodurch kein extra Zug zustande kommt. Auch interessant ist, dass diese Programme nicht nur normale Programme, in jeder Zeit Programme, permanente Programme sein können. Nein, auch die Handkarten können Gesinnungen sein. Das bedeutet, dass selbst wenn mein komplettes Feld aufgedeckt ist und jeder sieht, hey, da liegen zwei Menschen und eine Maschine, also ist dieser Charakter, den der Blackie da gerade spielt, ein Mensch, kann es immer noch passieren, dass ich diese Karte auf der Hand habe. Die im Endeffekt nur besagt, ich habe noch zweimal Gesinnung Maschine auf der Hand. Und dann bin ich immer noch eine Maschine. Und das muss ich den anderen Maschinen begreiflich machen. Dass ich auf deren Seite bin. Bip, bup. Diese Programmkarten bringen eine ganz neue Ebene in dieses Spiel. Nicht nur, dass sie eben das Spielgeschehen selber verändern und ähnliches. Nein, sie bringen auch immer noch diese Option rein. Man ist nicht machtlos, egal was passiert. Oftmals hat man bei anderen Social Deduction Games den Punkt, es ist Runde 1, ich werde angetippt, bin tot und muss 2 Stunden warten. Das passiert in Human Punishment relativ selten. Denn nachdem wir die Karten jetzt erklärt haben, erkläre ich mal kurz einen Zug von Human Punishment. Alle Karten liegen verdeckt auf dem Tisch und damit kann es starten. Wir starten, indem wir uns anschauen, wie viele Aktionen ein Spieler hat. Ein Spieler hat eine Aktion. Wir können entweder uns eine der Gesinnungen, also der äußeren Karten von einem Spieler anschauen und können diese dann geheim wieder verdeckt wieder hinlegen. Sein Wissen zu teilen bringt bis zu einem gewissen Grad was, aber jede Karte laut vorzulesen macht auch irgendwo den Sinn des Spiels kaputt und man gibt viel zu viele Informationen preis. Wenn beide Gesinnungen aufgedeckt sind, darf man sich die ID-Karte anschauen, damit man eben vollends Informationen sich observieren kann. Das ist eine relativ langweilige Methode, herauszufinden, wer was ist. Die zweite Methode ist, wir nehmen uns eine Waffe. Wir haben zwei Waffen. Wir haben einmal die Pistole und einmal das Gewehr. Die Pistole ist meiner Meinung nach der Lighthitter. Sie fügt einen Schadenspunkt zu. Man hat 2 Lebenspunkte, also ist sie nicht annähernd tödlich, weil man ist ja immer noch zur Hälfte am Leben. Oder man entscheidet sich, eine Gesinnung aufzudecken, die noch zugedeckt war, um eben keinen Schaden zu bekommen. Das bedeutet, bei 2 Gesinnungen hat man hiermit einfach 4 Schuss, bevor man hiermit stirbt. Allerdings, zum Ausgleich, steht auf dieser Karte auch drauf, dass derjenige, der damit schießt, ein Programm ziehen darf, was natürlich mehr Handkarten bedeutet. Und wie man aus jedem anderen Spiel auch weiß, mehr Handkarten sind meistens mehr gut. Es sei denn, man spielt Uno. Dann haben wir das Gewehr, der Heavy Hitter. Diese Karte fügt 2 Schadenspunkte zu, was bei 2 Lebenspunkten meistens tödlich ist. Oder man deckt seine ID, also die Karte in der Mitte, auf. Auch das kann man nur einmal machen, das heißt 2 Schuss vom Gewehr und dann ist Ende. Dann würde man natürlich jetzt denken, dann nehmen wir einfach alle Waffen und ballern wild drauf los. Und hier kommt der Clou. Es gibt immer zu wenig Waffen auf dem Tisch. Bei 4 Spielern sind das diese beiden. Bei 5 Spielern sind es dann 3, zum Beispiel. Dementsprechend super, super cool. Und ich habe auch knallhart gesagt, eine Aktion ist, die Waffe zu nehmen. Ich habe noch nicht von Schießen geredet.
Natürlich hat man im Laufe des Spiels noch andere Waffen, wie hier zum Beispiel den Raketenwerfer, den Laser oder den Begleiter. Diese Waffe kann sogar heilen. Gut, das wäre jetzt die zweite Option, die ihr habt. Nach dem langweiligen Observieren, ob derjenige in eurem Team ist, könnt ihr ihm auch einfach die Waffe auf die Brust setzen und sagen, show me what you got. Allerdings, wie gesagt, ihr nehmt eine Waffe und ihr zielt auf eine Person und diese Person hat noch eine Runde Zeit, euch davon zu überzeugen, dass egal in welchem Team ihr seid, diese Person auf jeden Fall in eurem Team ist. Die dritte Option, die ich sehr cool finde und die ich auch tatsächlich sehr oft mache, klingt sehr langweilig, klingt noch langweiliger als die erste und definitiv langweiliger als die zweite, hat aber den meisten Impact meiner Meinung nach, denn die dritte Aktion ist, ziehe ein Programm. Wie ich ja schon gesagt habe, die Programme sind sehr mächtig. Auch in den Programmen sind Karten drin, die zum Beispiel sagen, ändere die Schussrichtung oder tausche die Waffen. Damit kann man zum Beispiel mit dem Gewehr auf einem geschossen wird, den einfach gegen die Pistole austauschen oder ähnliches. Das kann einem Leben retten. Jetzt muss man natürlich bedenken, dass man so viele Programme spielen kann, wie man möchte, weil ansonsten würde das Ziehen des Programms bedeuten, mein Zug wäre vorbei. Nein, man darf so viele Programme spielen, wie man möchte. Allerdings haben die Programme Restrictions eben jederzeit, das bedeutet, man darf sie immer spielen, oder eben nur in eurem Zug, beziehungsweise die Gesinnungsprogramme gar nicht. Hier kommt zum Beispiel ein kleiner Clou, den wir uns angefangen haben. Und zwar sind wir ja Magic-Spieler in meiner Spielegruppe und ganz oft spiele ich dieses Spiel auch mit Magic-Gruppen. Die kommen darauf nicht klar, wie das eigentlich gemeint ist. Jederzeit bedeutet, ich darf es in einem Gegnerzug spielen. Aber es gibt hier keinen Stack. Dreimal dürft ihr raten, was wir eingeführt haben. Ja, es war der Stack. Das bedeutet, wir haben wirklich damit angefangen zu arbeiten, indem wir Karten einfach reingeworfen haben, die übereinander aufgestackt wurden und dann von oben nach unten abgearbeitet wurden. Das steht so nicht in den Regeln. Ist aber auch nicht so schlimm. So, nachdem ihr dann wild aufeinander rumgeballert habt oder observiert habt und jeder so weiß, so in welchem Team ungefähr wer ist, fängt man halt an, sich mit den Waffen auszuschalten und sollte dann eine Person das Spiel verlassen, überprüft diese Person dann, ob das Spiel weitergeht, indem alle Leute die Augen zumachen und diese Person die einzelnen Gesinnungen abfragt, um zu sehen, ob es weitergeht. Wichtig ist hierbei, dass man trotz, dass man irgendwie aus dem Spiel raus ist, man nicht aus dem Spiel raus ist. Es gibt auch Programme, die einen wieder reinholen können, aber bis man wieder drin ist, hat man einfach Schweigepflicht, bis man wieder im Spiel drin ist. Weitere Sachen, die ich unglaublich geil finde, sind zum Beispiel die Bosse. Wir haben in diesem Fall hier Deus Ex Machina vor uns oder eben den Apex. Besteht aus drei Karten. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtig reinkriege. Ich glaube nicht. Das sind Bosskarten, die man eben auch durch Programme erschaffen kann, beziehungsweise sich zu dem Apex oder dem Deus Ex Machina machen kann. Dann haben wir eben die beiden Karten. Einmal den Gefallenen und einmal die Legion. Das sind zwei zusätzliche Gesinnungen. Die Legion ist halt so ein leichter Virus, sag ich mal, der sich so ein bisschen gegenseitig ansteckt. Und die Gefallenen bedienen sich eine Menge toten Leuten, die dann halt wieder auferstehen. Wer hätte es bei dem Namen gedacht? Bin ich nicht so der krasse Fan von, deswegen sind die auch in der Reiseversion einfach rausgeflogen. Funktioniert auch ohne. Mit macht es natürlich nochmal eine ganze andere Ebene. Darf man auch echt nicht vergessen. Also ihr merkt schon, ich habe mich sehr viel mit diesem Spiel beschäftigt. Wie gesagt, ich hatte es auf der Gamescom mit und ich hatte es auf der Spiel mit. Und ich finde das Spiel einfach großartig. Und nachdem ich dieses Spiel fast zu Tode gespielt hatte, habe ich einfach mal die Nachricht bekommen, ey, Blackie, da kommt eine Erweiterung. Und ich dachte so, oh mein Gott, das klingt geil. Und dann habe ich Project Hellgate bekommen. Project Hellgate ist eine Erweiterung. Erstens, da sind Errata-Karten drin gewesen, die eben Karten besser beschreiben wie die Karten im Original-Set. Weil es ist halt kein Standalone-Add-on, es ist ein ganz normales Add-on. Des Weiteren kommen in dieser Erweiterung eine ganz neue Ebene nochmal hinzu. Und ihr merkt schon, dass das Theme des Spiels ist Social Deduction 2.0. Es ist einfach unglaublich riesig, es ist kein langweiliges Spiel, aber es ist auch nicht schwer, es ist nicht schwierig, es bringt so viele neue Ebenen rein, ohne dass es ein zu kompliziertes Spiel wird. Mit Project Hellgate implementiert man Inhuman Punishment Bosse und diese Bosse sind halt früher oder später einfach auf dem Feld und erscheinen durch Portale. Ich habe das immer so erklärt, wenn man sich so im normalen Human Punishment so, ey, du bist eine Maschine, ich kann dich nicht so gut leiden, Pio Pio macht, kommt dann irgendwann aus den Portalen ein Bossmonster raus und alle hängen da und denken sich, okay, bevor wir uns jetzt gegenseitig weiter pieksen, pieksen wir erstmal das Ding da oben. Bosse sind
große Kreaturen, und ja, ich rede hier von ziemlich großen Kreaturen, die wirklich dafür sorgen, dass das Spiel eine ganz andere Wendung nimmt. Einige der Bosse sind aktiv, andere sind passiv. Aktive Bosse sind sozusagen ein neuer Spieler, der mit dem Spiel auftaucht. Passive Bosse sind meistens tickende Zeitbomben. Diese möchte man dann besiegen, auch als Gruppe, weil da jeder was von hat, wenn die Dinger einfach mal verschwinden. Und auch hier können zum Beispiel durch den gefallenen Engel wieder Gesinnungen erscheinen, die man vorher nicht hatte. Dazu sind einige neue Programmkarten, einige neue Charaktere in dieser Erweiterung drin, und ich habe mich einfach mega gefreut, dass das Teil rauskam. Leider muss ich zum Beispiel sagen, dass Project Hellgate etwas ist, das ich persönlich sehr wenig gespielt habe im Vergleich zum normalen Human Punishment. Das wird aber Project Hellgate auch nie schaffen, das da ranzukommen. Dafür habe ich einfach zu viele Spiele Human Punishment gespielt. Und meine Spielgruppe ist, wenn es nicht gerade um Magic geht, eher casual eingestellt, und mit Project Hellgate gibt das schon eine ziemlich krasse höhere Ebene, und dementsprechend spielen wir, wenn, meistens eher das Grundspiel, auch eher die Reiseversion. Aber wenn ich wieder eine richtige Spielgruppe habe und wenn man sich mit Leuten wieder treffen kann, dann werde ich auf jeden Fall Human Punishment spielen wollen. Und ich habe mit den Leuten von Godoya gesprochen und dementsprechend kann ich euch sagen, es sind super liebe Menschen. Ich habe schon mehrfach mit denen Kontakt gehabt, auch die komplette Spiele in Essen überlebt mit ihnen. Großartige Zeiten gehabt. Und die Jungs brennen für das Spiel, was einen natürlich nochmal persönlich ein bisschen mehr motiviert, mit diesem Spiel sich kurz mal zu beschäftigen und zumindest mal zu schauen, hey, ist das wirklich cool? Denn demnächst, ich glaube im Januar, wenn mich nicht alles täuscht, startet ein Kickstarter von Godot für The Beginning. The Beginning ist jetzt keine Erweiterung für Human Punishment, sondern es geht eher in so ein Pickup Delivery-Spielstil rein. Fragt mich nicht, guckt auf der Kickstarter-Seite, sie ist auf jeden Fall unten verlinkt. Und statt dass man einfach nur hingeht und sagt, okay, wir machen einfach nur ein Spiel im selben Universum und das hat ein ganz anderes System und das ist halt ein ganz anderes Spiel, aber es hat selbe Universum, ein bisschen was mit Artworks, zu die Vorgeschichte von Human Punishment. Nein. Auch wird in The Beginning, zumindest laut meinen Informationen, wenn es nicht so sein sollte, bitte schlagt mich nicht, laut meinen Informationen sollen dort eben auch Vorteile für bestimmte Gesinnungen rausgearbeitet werden können, wenn ihr nach The Beginning Human Punishment spielt. Und das ist einfach großartig. Die Jungs leben das. Die Jungs sind da Feuer und Flamme für. Und deswegen möchte ich die auch hiermit unterstützen und möchte euch mal zeigen, hey, was kann man sich außer Magic noch antun? Und ich kann euch sagen, Human Punishment kann man sich außer Magic richtig gut antun. Auch wenn es aktuell schwer ist, dass man sich mit so vielen Leuten meistens nicht treffen kann. Das Spiel geht, glaube ich, bis 16 Leute. Ich muss es gerade echt nachgucken. 16 Leute. So einen Raum kriegt man aktuell leider nicht. Aber selbst zu viert macht das Spiel Unmengen Spaß. Meiner Erfahrung nach sind 5 ziemlich gut. Meine höchste Runde waren, glaube ich, 13, und das war in meiner kleinen Wohnung, und das war schon ziemlich cool und ziemlich krass. Aber draußen war es warm und wir mussten uns drinnen verstecken, und dann haben wir das weitergemacht und dann haben wir einfach mal angefangen zu spielen. Dann wurde es immer besser. Guckt euch das Spiel mal an, wenn es was für euch ist. Holt euch das Spiel, guckt euch den Kickstarter an, schaut, ob euch vielleicht Human Punishment selber nicht so interessiert und ihr erstmal mit dem Kickstarter eintreten wollt, um eben zu schauen, hey, wie sieht das Universum aus? Wie kann ich mich damit zurechtfinden? Und vielleicht holt man sich nachher dann das Human Punishment. Gerade wenn einem Social Deduction Games nicht so gut liegen, kann ich Human Punishment ans Herz legen. Das ist super dämlich eigentlich. Ich habe schon mit Leuten gespielt, die einfach durch ihren persönlichen Charakter nicht sehr viel reden, um es freundlich auszudrücken. Und trotzdem konnten diese Leute mitspielen. Weil bei normalen Social Deduction Games gewinnt derjenige, der am lautesten brüllt. Das ist hier nicht so. Durch die ganzen Extrakarten, durch die ganze Next Level, durch den ganzen Next Level Shit, der hier drin ist, ist es tatsächlich so, dass auch Leute, die nicht viel reden oder nicht so sehr überzeugen wollen oder können, dieses Spiel mitspielen können. Und das ist großartig. Das ist richtig schön. Deshalb gebt dem Spiel eine Chance. Guckt euch das Spiel an. Guckt auf Kickstarter. Schreibt den Jungs auf Facebook. Die sind da auf jeden Fall super, super froh über jeden Einzelnen, der auch nur eine Chance dem Spiel gibt.
Und jetzt kommt das Großartige, sie haben mir ein Human Punishment gegeben, was ich verlosen kann. Und was ihr dafür machen müsst, kommt jetzt ganz am Ende, einfach nur weil ich will, dass Leute bis ganz ans Ende gucken und das auch dann sehen und die Leute auch belohnt werden, die das bis ans Ende gucken. Natürlich wird es Leute geben, die bis hierhin geskippt haben. Schande über euch. Guckt euch das Video lieber an. Das Spiel hat es verdient. Und wir sehen uns dann beim Gewinnspiel und danach beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheet. Ciao, ciao. So Leute, hier ist noch ein kleiner Nachtrag zu dem Human Punishment Video. Ich habe ja gesagt, ich werde noch was verlosen. So Leute, hier ist der kurze Nachtrag. Ich habe ja gesagt, ich werde noch was verlosen. Hier ist ein Human Punishment. Die Jungs von Godot haben mir das zugeschickt. Und ich bin super, super dankbar dafür, dass sie das getan haben. Und deshalb geht das raus an einen von euch. Und zwar möchte ich von euch wissen, was ist euer Lieblingsspiel neben Magic? Dann könnt ihr meins testen, wenn ihr gewinnt.